Ich bin der Philipp Luckert. Wir sind hier eigentlich im Zehnthof. Ist seit Anfang der 1970er Jahre eigentlich unser Zuhause hier in Sulzfeld. Wir legen da schon ganz großen Schwerpunkt auf die Silvaner, auf die verschiedenen Eigenheiten der unterschiedlichen Silvaner auch. Zum einen ist bei uns, glaube ich, die Besonderheit, dass wir unseres Wissens nach zumindest der einzige Betrieb in Deutschland ist, der eigentlich alle vier verschiedenen Silvaner im Sortiment hat. Beginnt eigentlich beim klassischen grünen Silvaner, dann geht es weiter mit dem gelben Silvaner aus alten Weinbergen, die so vor 1970 ausgepflanzt sind. Dann haben wir den blauen Silvaner, was ja so die, oder wahrscheinlich die Urrebe vom Silvaner-Typ ist, mit einer blauen Beerenschale. Und zu guter Letzt das wirklich Besondere, der rote Silvaner. Eine ganz, ganz seltene Spielart, die man heutzutage eigentlich in Deutschland gar nicht mehr findet. Silvaner mit einer rötlich-gräulichen Beerenschale. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem normalen Sulzfelder Silvaner. Unser Ortswein, in dem Fall der grüne Silvaner, ist eigentlich der mittlerweile häufigst zu findendste Silvaner-Typ, der Klassiker. Und unterscheidet sich dann im späteren vom gelben Silvaner eigentlich dahingehend, dass der grüne Silvaner relativ lange seine grüne Farbe am Stock behält und dann eigentlich erst entgegen der Endreife kurz vor der Lese in so eine goldgelbe Farbe umschlägt. Und der gelbe Silvaner hingegen, was dann zum Beispiel Silvaner Alte Reben sein wird oder Sonnenberg Silvaner, der beginnt eigentlich schon mit beginnender Traubenreife zu verfärben in diese gelb-goldene Farbe. Dann als nächster Silvaner kommt dann unser roter Silvaner. Wie gesagt, ganz seltene Spielart. War auch uns aus alter Literatur, die wir hier im Zehnthof aufgefunden haben, als wir den gekauft haben, schon beschrieben, dass es diese Rebsorte gibt. Daher wusste man eigentlich auch um das Dasein, aber es war einfach in Deutschland nirgendwo aufzufinden. Und dann kam man durch kleinen Zufall eigentlich über einen Winzerkollegen an der Nahe, an die Rebstöcke, die im Elsass noch verfügbar waren, beziehungsweise dort noch Weinberge stehen. Und so kam man dann 2011 dazu, den roten Silvaner auszupflanzen. Ist vom Charakter, finde ich, her eher ein Silvaner-Typ, der ein bisschen mehr Frucht mitbringt. Auch erinnert er mich in der Nase eigentlich so ganz leicht, ein bisschen an Gewürztraminer sogar, also fast so was Rosiges. Mhm. Und ist, denke ich, auch irgendwo schon der gefärbten Beerenschale zuzusprechen. Also wenn du die Trauben im Weinberg probierst, merkst du schon, das hat eine ganz andere, eine ganz intensive Aromatik im Vergleich zu den normalen Silvanern. Blauer Silvaner. Blauer Silvaner, wahrscheinlich die älteste Spielart von Silvaner. Viele sagen der Ur-Silvaner, aus dem sich dann irgendwann der gelbe, grüne und rote entwickelt hat. Durch natürliche Mutationen. Und ist für uns eigentlich schon auch wie der rote Silvaner auch etwas duftiger, ein bisschen würziger aber. Und hat für mich eigentlich so das, was man früher dem Silvaner zugesprochen hat, ein bisschen dieses Erdige, heute sagt man Mineralische, also schon deutlich andere Charakterzüge. Dann geht's weiter, machen wir den Sprung in die erste Lage. Das ist jetzt dann Sulzfelder Sonnenberg mit dem Namenszusatz Gelbkalk. Gelbkalk ist eigentlich bei uns mittlerweile auch schon, kann man wirklich sagen, ein Markenname fast für den Wein geworden. Also das ist eigentlich wichtiger als der Lagenname selbst, ist der Zusatz Gelbkalk. Und das bezeichnet einfach die Bodenformation, die wir dort oben im Sonnenberg haben. Ist bei uns die höchstgelegene Lage, also geht bis auf 270 Höhenmeter hoch. Und das sind sogenannte Gelbkalkschichten, die praktisch die Trennlinie zwischen Muschelkalk und Keuper darstellen. Und das gibt dem Wein, finde ich, schon wieder ganz andere Art.
ist extrem stark auch von dieser Kräuterigkeit, finde ich, geprägt. Mhm. Und was du noch hast, was auch jedes Jahr immer wieder kommt, ist fast so ein bisschen wie so gebrannte Haselnüsse, so eine, eher so eine dunklere Frucht. Mhm. Und das finde ich einfach unheimlich spannend im Vergleich zu den klassischen Muschelkalksilvanern, die ja doch eher so eine Gelbfruchtigkeit mitbringen. Ja, jetzt geht es dann schon zu den ganz, ganz großen Geschichten. Mhm. Maustal, Silvaner großes Gewächs aus 2016. Großen Gewächse kommen ja eigentlich immer erst ein Jahr nach der Ernte auf den Markt. Und das sind natürlich dann Weine, die auch wir nicht jeden Tag trinken. Maustal ist eigentlich für uns, ja, zumindest vom Renommee her, die wichtigste Lage. Ist nur kleine Parzelle mit insgesamt 4 Hektar, von denen wir gut 2 Hektar bewirtschaften. Ein ganz, ganz karger Muschelkalkboden. Und wenn man die Weine probiert, einfach jedes Jahr, sind es ja ganz außergewöhnliche Weine. Was in der Nase eigentlich für mich nur noch ganz, ganz wenig Frucht. Du hast eher ein bisschen so nassen Stein, auch viel, für mich viel so Kräuter, Rosmarin, Thymian, dann auch sowas ganz Erfrischendes, Ätherisches, so Eukalyptus die Richtung. Und dann für mich das Faszinierende eigentlich an dem Wein ist so das Spiel am Gaumen. Du nimmst den in den Mund, der füllt unheimlich den Mund aus, du hast auch so an der Seite so ein, so einen leichten Gerbstoff, der einfach den Speichelfluss unheimlich anregt. Und das ist für mich eigentlich was auch einen großen Wein ausmacht. Dass er den Mund auskleidet, ohne fett zu sein. Und dass er auch wirklich, ja, Lust einfach aufs nächste Glas Wein macht. Letzter Silvaner in der Reihe. Dann haben wir einfach mal einen ganzen Jahrgang oder 2 Jahrgänge eigentlich durch. Ich glaube wirklich, was ganz, ganz Besonderes haben wir jetzt im Glas. 2016 Kreuz. Kreuz ist bei uns, ja, eigentlich unser ältestes Schätzchen, muss man wirklich sagen. Ein ganz alter Weinberg, der so um 1870 gepflanzt ist. Weinberg ist eigentlich das falsche Wort, es ist eigentlich ein Weingarten. Ist schon wirklich was ganz Besonderes. Eigentlich, ja, flüssige Geschichte, muss man fast sagen. Mal genau, wie alt ist der? Also der Weinberg ist jetzt, oder die Rebstöcke, muss man ja wirklich sagen, ungefähr 140 Jahre alt. Hat wie durch ein Wunder auch die Reblaus überlebt, die ja dann eigentlich so um 1890, 1900 bei uns hier in der Gegend verbreitet war. Und er bringt natürlich auch nur noch einen geringen Ertrag. Also das ist jedes Jahr sehr, sehr limitierte Flaschenanzahl, die wir da abfüllen können oder dürfen. Aber die Qualität ist halt wirklich outstanding, würde ich behaupten. Und es ist halt wirklich noch Silvaner, wie er wahrscheinlich um die letzte oder vorletzte Jahrhundertwende geschmeckt hat. Also mein spezieller Favorit in 17 ist eigentlich der Gelbkalk, den wir jetzt eigentlich gerade im Glas gehabt haben. Weil er einfach diese extreme Eigenständigkeit mitbringt und dann trotzdem schon unheimlichen Schmelz. Und ich finde halt auch gerade bei dem Wein, ist für mich einfach das Preis-Genuss-Verhältnis einfach unheimlich hoch. Es ist ein Wein, den ich jetzt schon wirklich mit Spaß trinken kann, ist aber auch ein Wein, der schmeckt in 5 oder 10 Jahren auch noch super gut. Und von dem her ist das für mich eigentlich in der Reihe super geniales Angebot. Du sollst, wenn du sagst, Mensch, ich bin nur bereit, nur in Anführungszeichen, 10 Euro für den normalen Silvaner zu bezahlen, sollst du im Endeffekt das gleiche Luckert-Erlebnis, sage ich mal jetzt mal, zu haben, wie später, wenn ich bereit bin, 80 Euro fürs Kreuz. Natürlich sind da Qualitätsunterschiede, aber uns geht es einfach darum, dass sich wie so ein roter Faden durchs Sortiment zieht. Und das ist uns einfach ganz, ganz wichtig. Daher machen wir auch im Keller, im Weinausbau keinerlei Unterschiede, ob das jetzt ein Gutswein, ein Ortswein, eine erste Lage oder ein großes Gewächs. Alles vergärt bei uns im großen Holzfass. Der einzig schmeckbare Unterschied in den Weinen kommt halt entweder von der Rebsorte oder dann wirklich vom Weinberg von draußen, vom Boden, von der Lage, vom Alter der Rebstöcke. Und das ist was uns ganz wichtig ist.
Weinbau ist in erster Linie halt wirklich ein Naturprodukt und das ist halt für uns jedes Jahr die Herausforderung, die es zu meistern gilt. Und der Kunde kennt da keine, jo, ihr habt jetzt das Jahr vom Wetter Pech gehabt, da akzeptieren wir auch eine schwächere Qualität. Wenn du halt ein gewisses Niveau erreicht hast, musst du da halt einfach abliefern, egal wie. Und das ist halt für uns dann auch natürlich irgendwo der Ansporn oder der Anspruch, dass du wirklich jedes Jahr einfach alles gibst, um halt bestmögliches Produkt auf die Flasche zu ziehen. Wir haben uns auch selbst irgendwo jetzt so langsam an eine Grenze gesetzt. Wir bewirtschaften jetzt knapp 17 Hektar Weinberge, dass wir so ja, vielleicht bei 20 Hektar dann auch mal sagen, wir wollen nicht mehr wachsen. Uns ist einfach wichtig, jedes Jahr, auch in schwierigen Jahren, eine durchgängige Kollektion ohne Schwächen auf den Tisch zu stellen. Und was uns halt auch ganz wichtig ist, dass wir, oder eigentlich am wichtigsten, dass wir alle drei wirklich noch jeden Tag raus in Weinberg können und nicht nur die Fäden vom Schreibtisch ausziehen, sondern dass wir wirklich auch selbst draußen noch anpacken. Das unheimlich feine, elegante ist uns wichtig. Natürlich müssen die Weine eine gewisse Kraft haben, sie brauchen Struktur, sie müssen natürlich auch bei den großen Sachen auch mal 15, 20 Jahre auf der Flasche halten. Das ist natürlich auch Grundvoraussetzung. Aber wir wollen halt keine fetten, überbordenden Weine produzieren, sondern diese Filigranität und einfach ja, die Lust auf den nächsten Schluck, auch bei den großen Weinen, das ist uns einfach wichtig. Es ist so, dass mir persönlich auch die Weine schon immer sehr, sehr gut geschmeckt haben, wie die beiden sie vorgegeben haben, beziehungsweise wie die beiden den Stil irgendwo natürlich schon geprägt haben. Ja, man darf, glaube ich, nicht jeder Mode und jedem Trend nachrennen. Und ich denke, das ist, wie gesagt, was auch für mich unheimlich wichtig ist und was ich halt auch jetzt, auch wenn ich noch sehr, sehr jung bin, schon gelernt habe. Du darfst nicht wie so ein Fähnle im Wind da mal trennen, dann ist in zwei Jahren wieder das ein neuer Trend, sondern ich glaube, bei uns ist einfach diese Kontinuität und auch in gewisser Weise so ein bisschen die fränkische Sturheit ist schon ganz wichtig.